Der FC Bayern investiert weiter kräftig in die Zukunft. Die Verpflichtung von Kanada-Juwel Alphonso Davies, 17, steht unmittelbar bevor. Der deutsche Rekordmeister hat sich nach Sport1-Informationen mit den Vancouver Whitecaps auf einen Transfer geeinigt. Hasan Salihamidžić hat einen jungen Spieler angeschaut. Möglicherweise auch verpflichtet. Er wird den heute, glaube ich, mitbringen, sagte Bayern-Präsident Uli Hoeneß am Dienstag auf der USA-Reise in Philadelphia. Am Dienstagabend bestätigte Trainer Niko Kovac Sport1, dass Davies zum Medizincheck nach Philadelphia gereist ist. Treffen mit Salihamidžić. Die Bayern setzten sich im Rennen um Davies gegen zahlreiche namhafte europäische Vereine durch. Vor allem der niederländische Club PSV Eindhoven, aber auch Vertreter aus Spanien, Italien und Frankreich hatten um das Riesentalent geworben. Ein finales Treffen mit Bayerns Sportdirektor Salihamidžić in Edmonton hatte Davies schließlich von einem Transfer in die bayerische Landeshauptstadt überzeugt. Wir sind seit einigen Tagen an ihm dran, berichtete Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor dem ICC-Treffen mit Juventus Du, ab einer Uhr live im TV auf Sport1, ich kann aber noch nichts Konkretes bestätigen. Es sieht aber ganz gut aus. Es ist noch nichts fix, aber wir sind weit fortgeschritten. Wir hoffen, dass wir in den nächsten Stunden Vollzug melden können. Davies soll allerdings erst nach München kommen, wenn die MLS-Saison für seine Vancouver Whitecaps beendet ist. Die Tinte ist aber noch nicht trocken, erinnerte Kovac. Rekordtransfer der MLS, US-amerikanischen Medienberichten zufolge liegt die Ablösesumme bei über 10 Millionen Euro. Damit wäre Davies der Rekordabgang der Major League Soccer. Matthias Hamann ist fest vom Können Davies überzeugt. Er ist das größte kanadische Talent seit Jahrzehnten, schwärmte der Bruder von Ex-Nationalspieler Didi Hamann vor kurzem im Gespräch mit Sport 1. Hamann war als Chefscout von 2012 bis 2017 für den US-Verband tätig, unter anderem unter Nationaltrainer Jürgen Klinsmann, für das Scouting aller einheimischen Spieler zuständig, von der U16 bis zur A11. Davies erinnert an Robin Davies, der bereits 8 Partien für die kanadische Nationalmannschaft absolvierte, erinnert den Ex-Profi an Bayern-Superstar Arjen Robben. Die Stärke des Niederländers, also mit dem linken Fuß über rechts nach innen ziehen und den Torabschluss zu suchen, sei auch eine Stärke des Jungstars, der in einem Flüchtlingscamp in Ghana geboren wurde, als seine Eltern infolge des Bürgerkriegs in Liberia nach Kanada emigrierten. Seine Geschwindigkeit, seine Technik und sein Zug zum Tor machen ihn zur Waffe. Mit dem 18-jährigen Chris Richards vom FC Dallas verpflichteten die Bayern bereits einen Spieler aus den Vereinigten Staaten in diesem Sommer.